Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Ja Leute, ich habe ein bisschen aufgeräumt, da habe ich die beiden Bögen hingeschmissen, wie ihr seht. Ansonsten habe ich nochmal meine Tasten umgeändert. Ja. Auf jetzt, ab jetzt. Ich sehe auch gerade, wir haben eine Stufe, wir könnten natürlich auch mal eben uns darum kümmern, ne? Ja, das ist jetzt die Frage, worauf ich gehe, ne? Tja, 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 tja. Ich denke, ich werde am Anfang vielleicht mal Gesundheit. Gesundheit ist immer gut, da machst du mal nichts mit falsch. Aber wenn wir natürlich jetzt ein bisschen mehr mit Zauber arbeiten, wenn natürlich Magiker nicht schlecht, Ausdauer wäre natürlich auch nicht schlecht, dann könnte man ein bisschen mehr tragen. Na komm, wir machen erstmal den Standard, Johnny. So, wir könnten natürlich direkt auch was verbessern. Denke, das sollten wir auch machen. Ich habe mich jetzt mit Zauber noch nicht wirklich beschäftigt. Deswegen müsste ich mir die mal eben angucken, was da überhaupt so. Feuerfrost und Blitzen, das wäre ja schon so unsere. Weil da haben wir ja auch schon ein bisschen gestiegen, ne? Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magiker. Okay, das hört sich ja schon nicht schlecht an. Dann muss ich aber gleich erstmal gucken, ob das Novizenstufe ist. Ansonsten definitiv schmieden muss ich definitiv Gas geben, weil dann kann ich bessere Sachen machen und weiter verbessern. Ich werde auch jetzt hier reinballern. Ja. Also Schmied ist schon mal meins. Dann können wir mal eben gucken. Ich glaube, dann brauchen wir aber eh erstmal Stufe 30, ne? Ja. Ansonsten können wir danach noch auf Einhänder gehen. Obwohl, wir könnten natürlich auch auf Zweihänder gehen. Naja, da muss ich mich noch entscheiden, wie immer halt. Ihr seht, eigentlich ist der Charakter auf zwei Hände ausgelegt, weil da habe ich schon 25. Aber das spielt im Endeffekt keine Rolle. Genauso Rüstung halt. Ja, aber wir haben jetzt erstmal nur an den einen Punkt. Okay, Leute. Ich würde sagen, auf geht's. Ab geht's. Wir können uns natürlich erstmal eben. Den Buff geben. Mal gucken, ich glaube, hier gehen die Pfeile ja nach oben. Eieiei. Lassen wir die Spielchen. Ihr werdet Findes nicht. Quatsch nicht, Asi. Zack. Da spritzt doch das Blütchen raus. Easy peasy, Alter. Gar kein Problem für uns. Ah, ja. Nehmen wir erstmal mit. Ihr seht, dass diese Waffen mitzuschlören lohnt gar nicht. Ich überlege halt, aber selbst dann wird es wahrscheinlich nicht lohnen. Es soll ja einen Mod geben, wo man dann die Waffen einschmelzen kann. Aber selbst dann lohnt es nicht, sich die mitzuschlören. Dann können wir besser andere Sachen und können uns Barren kaufen. Also. Aber wenn ihr das jetzt seht, Gewicht 13, dann könnte ich 13 Fellarmschienen mitnehmen. Rechnet das mal um. Na? Die nehmen wir auch beide mit, hier mit Gewicht von 1. Ja, und solange wir
Platz haben, nehmen wir die Fellrüstung erstmal mit immer. Hier die normale mit Wert 50, aber die werde ich wahrscheinlich zum Ende hin droppen. Ist natürlich schon nice. Weil auch wenn ihr jetzt hier seht, diese Arme schiebe ich das jetzt mal 6 rechne, dann bin ich bei 90 anstatt 50, also. Das ist halt so mein Gedankengang. Bildschirm 17. Kosten nutzen halt einfach, ne? Wie gesagt, ich kann die erstmal mitnehmen, aber ihr seht selbst, ja gut, das wird sich schon eher rechnen, ja. Naja, nehmen wir die noch mit. Gut ist. Skiverschwänze. Sich gar nichts einzupacken. So, ich mache schon mal die Laterne an. Holzfäller-Axt. Gewicht 10, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding brauche. Wahrscheinlich irgendwann, aber... Lockpicks sind immer gut. Schriftrolle, ja, Zaubertank der Gewandtheit. Eisenschild. 22, Gewicht 11. Also wenn ich es nicht nutze, macht es keinen Sinn, das Ding mitzuschlören. Und da wir es nicht nutzen werden, können wir es gleich hier lassen. Ich wollte mal eben was ausprobieren. Das ist scheiße jetzt auszuprobieren, weil eigentlich... Sollte er die... Boah, muss mich mal kurz muten. Sollte er die Laterne automatisch an- und ausmachen hier drin. Na egal, wir lassen sie an. Leer, leer, leer. Normal liegt doch meistens hier in so ein Ding an irgendwo was rum, aber hier anscheinend nicht. Zaubertrank natürlich immer, diese Leintücher schenke ich mir immer. Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Alter. Ich will halt immer erst mit der rechten Maus das anvisieren. Wow!
ne? Noch einer. Wolf bei uns, Alter. Schlagende Rüstung ist natürlich mega. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Fackel. Fackel, ey. Fackel. Jo, ihr weiß ich gar nicht mehr, was Sache war. Geil, oder? Vor drei Wochen gespielt, weiß schon nicht mehr, was ich hier machen musste, Alter. Also Schlange. Fisch. Schlange. Oder Schlange, Schlange, Fisch. Ich weiß es nicht. Ich schau mal. Schlange. Fisch. Schlange. Oh, ist schon mal falsch. Dann machen wir Schlange, Schlange, Fisch. Take it all. Seelenstein. Ja, ja, ein Seelenstein. Kackschweine, hab mich jetzt echt getriggert schon. Brenne! Und der Rest. Brenne! Ja, das Spaß, ey. Alten Ratten abfackeln. Wie sieht's denn eigentlich aus, Magicka? Was machst du denn? Stellt 25 Magicka wieder her. Beschwört einen Sturm Atronarchen für 60 Sekunden an der Stelle, auf die der Zaubernde zeigt. Okay. Werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Feuerball. Ja, die Schriftrollen, wer Skyrim nicht kennt, kann man immer nur einmal verwenden. Vielleicht kann die Spinnenweben hier nicht wegbrennen. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagnir? Björn? Solin? Alter, sind wir schon so weit? Hilfe, Junge. Ach, guck mal hier, eine versteckte Truhe. Die haben wir letztes Mal gar nicht mitgenommen. Geil.
ich hasse Spinnen. Nein, nicht schon wieder. Hilfe! Haltet es von mir fern! Schnell die Kacksau ist. Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Und nimm es dazu, zwei Pfeile zu schießen. Es darf mich nicht kriegen. Hilfe! Helft mir, es loszuwerden. Helft mir! Helft mir, es loszuwerden. Helft mir! Alter, die Gursche da hinten. Oh. Helft mir, es loszuwerden. Helft mir! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Hilfe! Darf mich nicht kriegen! Hilfe! Tötet es! Tötet es! Mach ich doch, Junge! Warte doch ruhig! Alter, bist ja den Zauber. Nehmt das Weihnachten. Helft mir, es loszuwerden. Helft mir. Ekelhaftes Vieh. Zaubertrank der Magika. Ich will keine Spinneneier mitnehmen. Ich will sie schon gar nicht essen. Holt mich hier raus. Verlass mich nicht, um Arkais Willen. Helft mir, Hilfe! Helft mir, Hilfe! Hilfe! Helft mir! Verlass mich nicht, um Arkais Willen! Es lockert sich. Ich kann es spüren. Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Ja, Leute, das Ding ist, ich weiß, dass er abhaut. Bis ich das erste Mal gemacht habe, habe ich noch gezweifelt, von daher. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Er wollte trotzdem noch abhauen, die Sau. Eigentlich kann ich hier erstmal alles mitnehmen, weil ich habe ja gerade noch hier extrem Gewicht frei. Zaubertränke. Ach, jetzt wisst ihr, ich wollte ganz ehrlich, die ganze Zeit hatte ich irgendwie Skelette im Kopf, die hier sind, aber. Man hat nämlich auch direkt schon mal wieder Droppen hier.
Gut, ich weiß jetzt nicht, was, ich habe natürlich hier immer die Wahl, wenn ich so einhändig rumrenne, ne? Von wegen Zauber. Weil ich habe Flamme und Funken. Hat beides dasselbe. Ist übrigens beides Novize. Also könnten wir uns den einen Punkt da sogar gönnen. Aber ich habe niemals Flammen, weil Flammen billiger ist, wie ihr seht. Aber wenn jetzt irgendwas gegen Flammen immun wäre, könnten wir halt auf Blitz umsteigen. Deswegen habe ich hier auch die doppelte Kombo, wo wir beides nutzen. War gut, ich war im Ehen-Level. Also von daher können wir uns vielleicht den Punkt direkt gönnen, oder? Ich gehe auch mal auf Magicka ein. Und dann gönnen wir uns auch... Ob das gut ist oder schlecht, keine Ahnung. Wir werden es merken. Boah, eine schießleichte Rüstung. Ne, bin ich schon zu weit. Ja, einhändig macht auch Sinn. Das machen wir als nächstes. Ich werde jetzt aber erst den Zauber nehmen. In die Zerstörung. Perfekt, weil das sind eh so Grundzauber, die man eh immer nutzen wird. Behaupte ich einfach mal. Können wir auch mal gucken, ob das jetzt auch da steht. Ja, perfekt. Kosten 6, Kosten 8. Ja, das heißt nämlich, ich kann jetzt doppelt so lange die Flammenzauber wirken. Das sollte uns ja schon einiges bringen. Okay, ich weiß auch, wie die Orsin die aufstehen. Ich glaube, er steht auch hier auf. Aber er da hinten auf jeden Fall. Ah, super. Aber den können wir schön mit dem Bo erledigen. Nice. Schönes Ding. So, den können wir hier in den Zauber mal antesten. Er steht doch nicht auf, okay. Na gut, er sieht auch nicht aus, als würde er aufstehen. Gewicht 5, lassen wir mal hier. Ach, easy peasy, Alter. Ich bin ja jetzt schon OP hier mit meinem Zauber. Den. Alter Nord Zweihänder. Wow, wer ist er? Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Tauschen wir gleich den anderen aus. Das können wir auch direkt machen. Weil hier kriege ich jetzt, glaube ich, das ganze Nordzeug. Nordmänner-Axt, Nordbogen auch noch, glaube ich. Mal direkt wegschmeißen. Und dann werden wir uns den direkt mal gönnen. Perfekt, Alter. Ja, aber aktuell läuft es ja super mit den Zaubern hier, ne? Mein Schutzzauber habe ich noch nicht mal gebraucht. Ja, ihr seht, Notkriegerachse, da ist es schon. Können wir den ganze Gedöns nochmal machen. Ja, ihr seht, wiegt natürlich mehr. Logen, ja.
Macht aber schon von Haus aus einen mehr Schaden. Und außerdem ist es eine Nordkriegsaxt, Leute. Nord. You know it? Da kann ich doch nicht anders. Muss ich doch mitnehmen. Ich bin doch ein Nord. So, jetzt muss ich auch mal eben gucken. Hier ist der Bogen. Wir können auch mal hier den Bogen bitte als Symbol setzen. Hier das Schild ist okay. Speichere trotzdem mal nochmal eben einmal alles durch. Hier können wir auch mal. Dann mal als Symbol. Hier machen wir den Dolch als Symbol. Hier haben wir die Heilung, hier machen wir den Zweihänder als Symbol. Das ist unser Schutz, hier lasse ich ruhig die Magierkapuze und hier hinten haben wir Flammen und Funken. Dann machen wir auch die Magierkapuze, ist schon okay. Ich werde das auch mal eben abspeichern. Nicht, weil wir jetzt hier schon so weit sind. Sind wir ja auch, wir sind da noch nicht wirklich weit. Aber einfach, weil ich jetzt alles eingestellt habe. Und ich das eigentlich nicht normal machen möchte. So, wir haben noch so viel Gewicht frei. Ich überlege echt, hier so ein bisschen schweres Zeug mitzunehmen. Ich meine, wir können es ja dann später droppen. Ne? Okay, Gewicht 30 ist halt schon. Na egal, wir nehmen es trotzdem erstmal mit. Nehmen wir einfach die Rüstung, die stacken, dann habe ich das Inventar nicht so zugemüllt. Da weiß ich dann, das können wir rausdroppen und gut ist. Immer her mit der Kohle. Kleinvieh macht auch Mist. Da nicht drauf treten. Oh, jetzt kommen, glaube ich, hier gleich drei Stück auf einmal. Ich glaube aber, er steht da auch noch auf, da, oder? Oh, der war gut. Junge, kann ich auch. Eieieiei. Ah, da kommt aber schon der erste, aber jetzt können wir wenigstens mal unser Essen hier wegmachen. Das Schwere. Da war ich. Da war ich jetzt schon wieder zu selbstbewusst. Sollte auch schon reichen eigentlich an Gesundheit. Wir können natürlich immer auf. Obwohl, der ist noch geklaut hier, den können wir uns auch reinholen. So. Viel hat er ja auch nicht mehr. Ich wollte halt dann, weiß ich, dachte mir so, ah, komm, gehst du mal ran, machst jetzt so den finalen Hieb. Sonst hätte ich natürlich auch noch mal kurz auf Pfeilzauber wechseln können. Aber der zieht uns natürlich richtig Magicka runter. Aber dafür haben wir das Zeug ja auch mit, damit wir es auch mal nutzen, ne? So, altes Nordschwert. Das sieht auch mega aus, ey. Nimm's mal mit, ey.
Ist das aber so ein bisschen eine andere, oder? Ne, ist auch zerbrochen, okay. Ja, schade, ich dachte, das Tor kriegt ihn irgendwie, aber... ich hätte natürlich auch mal gerade, aber wir machen es wenigstens jetzt. Mal unseren Buff zünden können. Ich kann auch mal kurz auf Heilung bleiben. Einfach, weil die Magika dann schneller regeneriert, weil ich da andere Sachen anhabe. Oder ich kann auch einfach hier drauf gehen. Regeneriert sie auch schneller und ich kann mich noch wehren, weil ich auf Damage bin. Aber das können wir jetzt eh mal antesten. Das sollte ja schon übel sein. Also ich habe ja bisher selten Schwert gebraucht. Beziehungsweise Axt. Können wir mal die Skillung antesten. Naja, ich weiß, dass du hier kommst. Alto Belly. Vielleicht werde ich doch einfach ein Zauberer. Das Spaß, ey. Schwertschild. Ja, Schilder lohnen sich mehr wie die Rüstung eigentlich, Mitchell. Aber du hast auch noch eine Axt. Warum zeigst du mir denn hier das, die Axt nicht an, sondern ein Schwert? Weil du die Axt hast, okay. Alte Nordkriegsachse, aber ist ja die, die ich habe, ne? Ja, alles gut. Brauchen wir nicht mitschildern. Können wir uns lieber das Schild mitnehmen. Und... ja, ich werde bestimmt noch irgendwas mitnehmen, oder? Komm, ich hau die Rüstung alle weg. Nehmen wir lieber die Schilde mit. Die rechnen sich auch mehr umgerechnet. Das Schild war 11 und 60... rechnet sich mehr wie eine Axt, wie ein Zweihänder. Wie diese Schwerterzeugs, alles. Es rechnet sich alles einfach mehr. Gut. Ja, pervers, ne? Ich mag es ja eh. Ich mag so dieses Zaubern. Auch bei Herr der Ringe Online. Spiele ich eher so eine Klasse. Ich spiele natürlich, meine erste Klasse war natürlich ein Nahkämpfer. Waffenmeister bei Herr der Ringe Online zum Beispiel. Also quasi Nahkämpfer auf Flächendamage. So, habe ich schon den Nordbogen? Ne, haben wir noch nicht. Perfekt, dann nehmen wir den nämlich auch eben mit. Das Schöne an Skyrim für mich, zumindest jetzt am Anfang, ich weiß nicht, wie es später wird, ist halt einfach, dass ich alles nutzen kann. Weil das jetzt nicht so den Mega-Nachteil gibt. Ich weiß natürlich nicht, wie es später ist, wenn ich mich eventuell, oder ob ich mich spezialisiere, ob das überhaupt Sinn macht. Wahrscheinlich macht es schon Sinn, aber ich werde wahrscheinlich dann so ein ja, so ein Allrounder werden. Der lieber alles kann, dafür natürlich alles ein bisschen schlechter wird, wenn man irgendwas einzeln kann. Aber macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Schon wieder ein Level, geil. Ja, aber hier mit... weil wenn ich ihn hier nehme, kann ich euch ja auch noch mal ganz kurz zeigen.
zum Abschluss der Folge. Wenn ich ihn nehme, habe ich halt auch hier die Magierrobe und die Kapuze an. Also die tausche ich jedes Mal mit, wenn ich rein auf Zaubern bin. Und wenn ihr seht, steigert die Magiker um 30 und regeneriert um 50% schneller. Das ist natürlich schon enorm. Der Nachteil ist natürlich, es hat keinerlei Rüstung. Ja, sobald die an mich drankommen, hauen die mir in die Fresse und schlecht. Aber ja, ihr habt gesehen, was ich damit anrichten kann. Das ist schon krass. Und ich könnte sogar beides auf Feuer stellen. Anstatt Feuer und Blitz. Wird sich noch mehr lohnen. Zumindest jetzt hier in diesem Dungeon. Aber gut, Leute, wir sind erstmal in einer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne einen Kommentar. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Haut rein, bis dann. Tschüssi!